Wir machen nun eine kleine Zeitreise. Mitte des 19. Jahrhunderts. Wo heute der Erftflutkanal ist, liegt eine Sumpflandschaft. Malariamücken fühlen sich dort wohl. Viele Menschen erkranken an dem tödlichen Sumpffieber. Im Umland, da wo noch Ackerbau möglich ist, vernichten Hochwasser im Sommer regelmäßig die gesamte Ernte. Toxischer Bleisand aus den umliegenden Bergwerken wird angeschwemmt und bleibt an den Gräsern der Weiden haften. Kühe, die das vergiftete Gras fressen, fallen tot um. Vor rund 160 Jahren war das Leben an der Erft fast unmöglich geworden. Aber wie kam es eigentlich dazu? Hartmut Höfel vom Erftverband erklärt uns, dass das eigentliche Problem die Nutzung des Wassers durch die Mühlen war. Die haben nochmal den Wasserstand oberhalb der Mühle nochmal künstlich aufgestaut, erhöht, so dass hier dann der Grundwasserstand, der sowieso schon hoch war, noch höher wurde. Und das führte dann dazu, dass es hier zu Vernässung kam. Das ganze Gelände war hier früher unter Wasser. Den Bewohnern der Gegend war klar, so konnte es nicht weitergehen. Sie wandten sich an den preußischen König und baten ihn um Hilfe. Der wiederum beauftragte den Regierungspräsidenten in Köln, sich um die Sache zu kümmern. Im Jahr 1859 wurde die Genossenschaft zur Melioration der Erftniederung gegründet. Melioration bedeutet Bodenverbesserung. Und dann hat man hier diesen langen Flutkanal geplant, der viel tiefer liegt als das Gelände hier. Und damit floss dann das ganze Wasser in den Flutkanal. Und diese Genossenschaft, die dann gegründet wurde, die hatte eben zur Aufgabe, diesen Flutkanal zu machen. Das war quasi auch der Vorläufer schon von dem Erftverband, den es heute noch gibt, also mehr als 150 Jahre später. Die Genossenschaft hatte sich ganz schön was vorgenommen. Über 6 Jahre wurde der Flutkanal nach und nach ausgehoben. Und das auf 31 Kilometern Länge. Das war gar nicht so einfach. Die Erft hatte viele Schlingen und dazu noch ein Gefälle. In einen schnurgeraden Ablauf gequetscht, entwickelte sie eine gewaltige Kraft und Schnelligkeit. Manchmal wurden ganze Uferabschnitte von den Fluten mitgerissen. Das hieß, dass man die Ufer und an einigen Stellen sogar die Sohle richtig mit Steinen befestigen musste. Um das Gefälle auszugleichen, baute man Schwellen in den Wasserlauf. Und damit am Ende auch die Müller zufrieden waren, stellte man die Versorgung der Mühlen durch Wehre, Schleusen und Umgehungsflutgräben sicher. Die Baumaßnahmen waren ein voller Erfolg. Damit wurde dann das Land trocken und dann war erstmal Viehzucht möglich. Also dann haben Bauern sich wieder Kühe angeschafft und später war dann auch Ackerbau möglich. Hier haben wir Mais und Weizen und Roggen und viele Getreidesorten wachsen hier und eben auch die Zuckerrübe, weil hier der Auboden sehr ein fruchtbarer Boden ist. Auch die Malaria wurde ausgerottet. Damit waren doch wohl alle Probleme gelöst, oder? Heute gibt es noch eine andere Sicht auf die Dinge. Was früher notwendig war, um das Überleben in der Region zu sichern, führt auf Dauer unter Umständen zu neuen Problemen. Beispielsweise können sich viele einheimische Fischarten in so einem Kanal von alleine gar nicht ausbreiten. Die Wehre, Schwellen und Schleusen sind für sie unüberwindbare Hindernisse. So ein Lachs, der kann mal einen Meter springen. Aber die meisten Fische, die wir hier so in der Erft haben, das sind Fische, die sich am Boden aufhalten. Die haben gar keine Möglichkeit, so große Höhen zu überwinden. Auch das befestigte Ufer bietet kaum einem Tier Lebensraum. Heute muss ein Fluss nicht mehr nur zweckmäßig sein. Wir möchten Gewässer haben mit einer großen Artenvielfalt und guter Wasserqualität. Geradlinig wie er ist, erfüllt der Flutkanal diesen Anspruch nicht. Deshalb wird die Erft wieder renaturiert. Sie darf wieder mäandern, ca. 800 Meter von hier entfernt. Doch der Flutkanal wird auch weiterhin gebraucht, als Flutmulde. Sollte die neue Erft irgendwann mal über die Ufer treten, kann das Wasser in ihm einfach abfließen. So sind die Menschen hier also auch in Zukunft vor Hochwasser geschützt.